Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es auf jeden Fall mal ein richtig geiles Video. Etwas, was ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert habe. Und zwar kennt vielleicht der ein oder andere von euch den Akinator. Das ist ein Geist, der ja, euch Fragen stellt, immer so Ja-Nein-Fragen. Und ja, der dann eben errät, an welche Person oder an welchen Brawler in unserem Fall er denkt. Und ja, wir testen heute quasi, ob der Akinator jeden Brawler errät. Und zwar gibt es ja mittlerweile 51 Brawler. Das ist richtig, richtig schwer für den Akinator dann. Zum Beispiel denken wir dann an der Nita und müssen ihn dann Fragen stellen und mal schauen, ob er auf der Nita kommt. Oder auch zum Beispiel auf den neuesten legendären Brawler Mac. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und wir werden auch noch mal testen, ob er zum Beispiel mich auch erkennt oder auch andere YouTuber. Da bin ich mal sehr gespannt, Leute. Und ich würde sagen, lasst unbedingt ein Like da. Wir starten rein. So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal einfach an. Erstmal mit der Nita, also mit meinem Lieblingsbrawler. Den gibt es ja schon sehr lange. Und ich würde sagen, ja, Frage Nummer 1 direkt, wurde deine Figur durch YouTube bekannt? In dem Fall eigentlich ja nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein, leider nicht, Leute. Hat deine Figur etwas mit Anime zu tun? Nee, auch nicht. Okay, ich bin mal gespannt. Ist deine Figur männlich? Ja, natürlich ist deine Figur männlich. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Bisher leider noch nicht, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Und ja, meine Figur ist aus einem Spiel. Trägt deine Figur eine Waffe? Nee, eigentlich sogar nicht. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Auch nicht, nee. Hat deine Figur Haare? Das ist schwierig zu beantworten. Man weiß es tatsächlich eigentlich sogar offiziell gar nicht. Oh, lol. Die 10. Frage ist schon direkt. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Ja. Kannst du deine Figur unsichtbar machen? Nee, ist es nicht Leon. Kann deine Figur weit springen? Leider auch nicht. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Oh mein Gott. Ja. Ist deine Figur ein Bär? Oha. Eigentlich schon, kann man sagen. Hat deine Figur... Ja, hat Geschwister auf jeden Fall. Nein. Oh mein Gott, der Nita, let's go, Digga. Krank, der hat sogar unseren Merch erkannt. Ist ja mal mega geil. Wir haben ja auch der Nita gesucht, Leute. Und da kam tatsächlich auch der Nita. Richtig geil, ja, Mann. Also, Freunde, das ging auf jeden Fall ziemlich schnell, kann man sagen. Ich würde sagen, als nächstes probieren wir mal einen legendären Brawler. Und zwar machen wir mal Sandy, okay? Also, hat deine Figur dunkle Haare? Boah, ist wieder auch schwer zu sagen. Ich weiß gerade sogar gar nicht auswendig. Ich mache mal, ich weiß nicht. Hat deine Figur, nee, keine Schusswaffen, ne? Weil Sandy wirft ja so Sand. Dementsprechend trägt Sandy auch kein Schwert. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Ja, tatsächlich. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Ja. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nee, 5, ne? Tatsächlich, 5 Buchstaben. Boxt deine Figur? Lol, ist nicht der Boxer. Nee, die boxt nicht. Ja, 5 Buchstaben trifft tatsächlich zu. Ist deine Figur auf müde, lol. Ja, ein Stern auf der Stirn trägt Sandy tatsächlich dann auch. Hat deine Figur Geschwister? Nee, ich glaube nicht. Und oh mein Gott, Digga, Sandy hat ja auch erkannt. Okay, also er hat bisher schon 2 von 2 herausgefunden. Das ist richtig, ja. Bevor wir jetzt auf jeden Fall zu Mac kommen, also zu dem neuesten Legendär, ich glaube, der könnte schon schwer werden, gehen wir mal zu einem Brawler, und zwar zu Stu. Also der ist ja auch dieses Jahr erst rausgekommen. Da bin ich mal gespannt, ob er den erkennt. Ja, meine Figur ist männlich. Und mit Schusswaffen kennt er sich aber nicht aus. Dunkle Haare, nee, hat er auch nicht, ne? Stu schießt ja, glaube ich, aus dem Finger, diese Funken. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Nee, tatsächlich nicht. Ist deine Figur böse? Ich würde sagen, eigentlich auch nicht, nee. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. Trägt deine Figur Kleidung? Ja, eigentlich schon. Macht deine Figur Kämpfe? Ja, macht er. Stammt deine Figur aus dem Spiel aus App Store? Ja, und jetzt Brawl Stars war wieder mal klar. Boxt deine Figur? Nee, er ist Stuntfahrer. Ist deine Figur grün? Ne, ich glaube so grau, ne? Ist deine Figur ein Roboter? Oh ja, der ist auf einem... Oh, ist auf einem guten Weg und ja, die kann fahren. Und nein, hat nicht 4 Buchstaben. Jetzt fragt, ob sie 3 Buchstaben hat. Okay, hat deine Figur 3 Buchstaben? Ja. Läuft deine Figur auf 2 Beinen? Ne, der fährt auf so einem Rad, ne? Oh mein Gott, das hat er auch direkt rausgefunden. Ey, übel krass. Auch ja, sehr, sehr krank. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, um den Akinator ein bisschen zu verwirren, tun wir jetzt mal keinen Brawler dieses Mal nehmen, sondern mich. Also ich, Lukas Brawl, das quasi als YouTuber. Ich bin mal gespannt, wie schnell er darauf kommt. Ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur noch viele Haare auf dem Kopf? Ja, eigentlich schon. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Nee, dieses Mal nicht. Ha, ich hab ihn jetzt verwirrt. Und nein, ich trage natürlich keine Waffe, lol. Imagine. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nee. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja, lebe ich. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Hat deine Figur eine Brille? Nee, ich habe keine Brille an.
Spielt deine Figur Minecraft? Ich habe mal Minecraft gespielt, aber aktuell nicht. Spielt deine Figur gerne Fortnite? Nein! So. Trägt deine Figur einen Bart? Kann man, glaube ich, nicht so bezeichnen. Nee. Spielt deine Figur GTA 5? Nein, ich bin auch nicht iCrimex, okay? Ich bin nicht iCrimex. So. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Zum Glück, ja. Also dank euch, Freunde. Sehr geil. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Wahrscheinlich Lukas. Dementsprechend ja. Hat deine Figur eigene Lieder rausgebracht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin nicht Pookie. Haha, deine Figur eine Glatze. Save Kevin, Digga. Moin, Kevin. Und nee, ich habe keine Glatze, zum Glück. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Lol, wie oft die Frage kommt. Nee. Spielt deine Figur Brawl Stars? Ja. Rasten deine Figur öfters aus? Digga, ja, safe. Das war die Frage. Okay, nee. Pookie rastet auch öfters aus, stimmt. Kommt deine Figur aus Österreich? Nee. Ich habe doch schon gesagt, dass ich aus Deutschland komme. Spielt deine Figur Brawl Stars? Ja. Oh mein Gott, Digga. Lukas Brawl Stars. Er hat es tatsächlich erkannt. Geisteskrank. Ja, heftig. Es waren schon einige Fragen auf jeden Fall. Er war ein bisschen verwirrt, hat man gemerkt. Aber trotzdem, sehr geil, dass er mich erkannt hat. Also, jetzt habe ich ja mich mal gemacht. Ich würde sagen, jetzt, um ihn wieder zu verwirren, gehen wir wieder zu den Brawlern. Und ich glaube, als nächstes mache ich mal den Lieblingsbrawler von ganz, ganz vielen. Und zwar Edgar. Also, existiert deine Figur wirklich? Nein, dieses Mal nicht. Ist deine Figur weiblich? Nein, er ist nicht weiblich. Oh, hat er dunkle Haare? Ja, hat er. Trägt deine Figur eine Waffe? Nee, auch er boxt, ne, mit dem Schal und so. Dementsprechend keine Waffe. Eine Kopfbedeckung? Ich glaube, er hat keine Kopfbedeckung, nee. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja, tatsächlich. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nee, tatsächlich. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nee, kommt auch nicht aus Minecraft, die Figur. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Ja, ich wette, danach kommt die Brawl Stars Frage. Ja, es kommt die Brawl Stars Frage. Stammt, nee, kann deine Figur weit springen? Oh, ja, kann sie. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Ja, ich glaube, tatsächlich. Oh mein Gott, WTF, auch das hat er übel schnell erkannt. Ich denke an Edgar. Also er hat bisher jeden Brawler erraten und auch jeden YouTuber, den wir getestet haben. Ja. Okay, Leute, würde ich sagen, den nächsten Brawler, den wir uns jetzt aussuchen, das wird schwer. Und zwar nehmen wir Ash. Also Ash ist einer der neuesten Brawler. Deswegen ist es schwierig. Zu Mac kommen wir auf jeden Fall auch noch. Aber erstmal Ash. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Trägt deine Figur Schuhe? Nee, ich glaube nicht. Läuft deine Figur auf 2 Beinen? Ja. Ein tierisches Aussehen hat Ash nicht? Nee. Hat deine Figur Haare? Nee, der hat eine Mülltonne auf dem Kopf. Ist deine Figur böse? Nee, eigentlich auch nicht. Ist deine Figur aus Metall? Ja. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Digga, die Frage kommt immer so schnell. Irgendwie hat er sich daran gewöhnt scheinbar. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Hä? Welcher Brawler hat eine Zahl im Namen? Ich glaube niemand, oder? Lol. Oder bin ich jetzt lost? Und nee, hat er nicht, ne? Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nee. Trägt deine Figur ein Schnurrbart? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist deine Figur rot? Nein, auch nicht. Hat deine Figur etwas mit Eis oder Kälte zu tun? Eigentlich nicht, nee. Ist deine Figur eine Pflanze? Er ist keine Pflanze. Trägt einen Hut? Nee. Hat deine Figur Finger? Ich glaube nicht wirklich. Ich mach mal, ich weiß nicht, weil er ist halt ein Roboter. Trägt deine Figur Kleidung? Nee. Ist deine Figur klein? Ich weiß es nicht, mach ich mal wieder. Ist deine Figur eher rund? Nee, eher eckig. Hat deine Figur schon Bogen geschossen? Nee, es ist nicht Bo. Kann deine Figur Dinge werfen? Ja, ja, eigentlich schon. Kann er schon. Seine Ulti, ne, kann er so werfen. Hat deine Figur Kleidung an? Nee, eigentlich ja nicht, würde ich sagen. Kann deine Figur fahren? Nee, er kann eigentlich laufen. Digga, okay, das ist schwer, merkt man. Ist deine Figur dick? Eigentlich nicht, aber er ist ein Roboter. Hä? Betreibt deine Figur einen Beauty-Fashion-YouTube-Kanal? WTF. Ist doch ein Brawler, lol. Ja. Hat deine Figur einen Schnabel? Nee. Kennst du deine Figur mit Schusswaffen aus? Nee, mit einem Besen wohl eher. Ist deine Figur dick? Komm, dann machen wir jetzt mal ja, er ist dick. Come on. Hat der Figur, hat, ja, 5 Buchstaben? Nee. Lol, tick. Was? Das ist falsch. Nein. Wir machen nochmal Ash. Ist deine Figur riesig? Komm, wir machen mal ja. Nein, kommt nicht aus Minecraft. Nein, ist nicht bösartig. Eine Roboterhand, ja. Lacht deine Figur viel? Nein. Mag deine Figur Schokolade? Nee, wüsste man jetzt nicht. Hä? Was ist das denn jetzt, Digga? E123 Omega, hab ich noch nie gehört von.
Okay, ich glaube tatsächlich, hier kommt er an seine Grenzen, weil Ash noch relativ neu ist, kann ich mir vorstellen. Oh, okay, an wen denkst du jetzt? Können wir mal auswählen. LOL, Megabox, Bossroboter, 8-Bit. Oh, hier, Ash, hier haben wir ihn ja. Wählen wir einfach mal aus und bestätigen. Oha, okay, Leute, das hat er nicht geschafft tatsächlich als erst. Also er hat nicht alle Brawler erraten. Wir machen aber mal weiter. Macht auf jeden Fall gerade echt Bock, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir probieren mal als nächstes einen mythischen Brawler. Und zwar Squeak. Squeak mag ich auch extrem gerne, Leute. Gibt es seine Figur in Wirklichkeit? Nein. Ist deine Figur über 20? Garantiert nicht. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Ja, auf zwei Schleimbeinen. Oder wie man das auch immer sagen will. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Japp. Ja, kommt aus Brawl Stars. War klar, dass er das wieder fragt. Kann sich deine Figur unsichtbar machen. Digga, immer denkt er erst Leon. So, vier Buchstaben. Squeak hat sechs Buchstaben, glaube ich sogar. Nee. Kann deine Figur weit springen? Kann er auch nicht. Ist deine Figur ein Roboter? Nein, ist er nicht. Ist deine Figur weiblich? Nein, würde ich sagen nicht. Ist deine Figur grün? Nee, er ist blau. Hat er fünf Buchstaben? Nee, hat er auch nicht. Kriegt deine Figur ein Bart? Nein. Hat deine Figur schon Bogen geschossen? Nein. Hat deine Figur etwas mit Vampiren zu tun? Oh, das wäre Mortis, glaube ich. Aber nee, tatsächlich nicht. Hat der Name deiner Figur drei Buchstaben? Nein, auch nicht, Bruder. Oh, jetzt ist er, glaube ich, auf der richtigen Spur. Ist deine Figur blau? Ja. Ist deine Figur ein Außerirdischer? Oh mein Gott. Ist deine Figur schlumpfblau? Bruder, frag halt zweimal, ob er blau ist. Ja. LOL, Squeak. Let's go, Mann. Richtig geil. Hat er auf jeden Fall erkannt? Ja, das ist korrekt. Okay, Freunde, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir uns nochmal einen chromatischen Brawler, weil die sind relativ neu noch, ne? Er hat Ash nicht erraten, das war scheinbar zu schwer. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den zweitneuesten, und zwar Buzz. Ich bin mal gespannt, ob er den erkannt. Ob er den erkennt. Jetzt merkt er halt schon, ich suche viele Brawler wahrscheinlich. Trägt deine Figur Schuhe? Ich glaube, Buzz hat keine Schuhe. Trägt deine Figur einen Schnurrbart? Nee. Wie kommt er immer auf Schnurrbart, Alter? Ja, zwei Beine sind richtig. Ein tierisches Aussehen ist schon mal sehr gut, ja. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nee, eher mit Supercell, ne? Genau, kommt nämlich aus Brawl Stars, da war wieder die Frage. Kann ich deine Figur unsichtbar machen? Nein, tatsächlich nicht. Hat deine Figur einen Schnabel? Ich würde sagen nein. Ist deine Figur ein Bär? Ganz bestimmt nicht. Ist deine Figur grün? Ah, ist korrekt, ja. Oh mein Gott, hat deine Figur etwas mit Dinosauriern zu tun? Ja. Hat deine Figur etwas mit Wasser zu tun? Ja, er ist Bademeister. Digga, das ging ja mega easy. Also warum hat der Buzz so einfach erkannt? Also Ash ist, glaube ich, einfach noch zu neu, oder? Oder den haben noch nicht so viele gesucht. Buzz ist völlig korrekt. So, ich würde sagen, wir verwirren ihn jetzt wieder mal und nehmen mal wieder einen YouTuber dran. Und zwar würde ich sagen, machen wir nochmal Clash Games, ne? Den guten alten Kevin. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Ja. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Ja, wir verwirren ihn wieder. Und lol, dritte Frage schon, wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja, ich glaube, da werden voll oft YouTuber gesucht. Hat deine Figur das mit Minecraft zu tun? Auch Kevin hat früher Minecraft gespielt, aber aktuell nichts, ne? Spielt deine Figur GTA? Digga, schon wieder gefühlt iCrimex, ne? Ne? Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Spielt die Figur gerne Fortnite? Nein, absolut nicht. Hat der Name deiner Figur fünf Buchstaben? Kevin hat fünf Buchstaben, aber ob das gesucht ist, ist die Frage. Sagen wir mal, ja. Hat deine Figur eine Glatze? Ja. Sind die Haare deiner Figur abrasiert? Ja. Deine Figur Brawl Stars, ja. Ist deine Figur ein Künstler? What? Eigentlich nicht, würde ich sagen. Kevin, no front, aber du bist eigentlich kein Künstler. Nee, wir machen mal nein. Er ist kein Künstler. Das Bild, Digga, let's go. Digga, geil. Ey, fühl ich, Alter. Wer hat dieses Bild eingereicht? Beste Leben, Junge. Fühl ich auf jeden Fall. Ich mache mal einen Screenshot. Na, Kevin, das fühle ich auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. Und ja, hat er echt schnell rausgefunden. Gefühlt sogar schneller als mich, ne? So, Freunde, ich habe mir jetzt was richtig Krasses ausgedacht. Wir machen es ihm jetzt richtig schwer und suchen jetzt nicht den Boss-Roboter, sondern diesen Sniper-Roboter. Ihr kennt ihn aus Robo-Rumble. Er ist auch in der Trainingshöhle. Der immer Schaden euch zufügt. Ihr seht ihn ja eh eingeblendet. Mal schauen, ob er den findet. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Ja. Trägt deine Figur eine Waffe? Ja, tut er sogar. Besitzt deine Figur ein Auto? Lol. Nee. Hat deine Figur dunkle Haare? Nein. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Ja. Ja, sie kommt aus Brawl Stars. Ist deine Figur ein Roboter? Ja. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ist deine Figur rot? Nee, eigentlich so grau, ne? Hat er nicht.
Hat er nicht. Ist deine Figur aus Holz? Nee, aus Metall. Eis oder Kälte? Hat deine Figur etwas mit Eis oder Kälte zu tun? Nee. Ist seine Figur eine Pflanze? Nee. Lol. Trägt deine Figur ein Schnurrbart? Auch nein. Trägt deine Figur oft einen Hut? BTF? Nein. Ist seine Figur riesig? Nein, ist er auch nicht. Mag deine Figur Schokolade? Nee, glaub nicht. Hä? Wer ist das, Bruder? Ich check's nicht. Nein. Ja, wir machen mal weiter. Und er hat nichts mit Bällen zu tun. Ja, sie ist böse. Oha, hat deine Figur alles mit der Farbe grün zu tun? Nee. Ist deine Figur böse? Ja, nochmal. Oh, Bossroboter. Geht schon in die richtige Richtung, ist aber nicht richtig. Nein. Wir machen nochmal fortfahren. Nein. Tick WTF. Nein, ist auch falsch. Machen mal, ich glaube, er hat es nicht rausgefunden, Leute. Gucken wir mal. Oh, lol, kleiner Testroboter aus Brawl Stars. Da hat er ihn tatsächlich gefunden, aber ja, nur weil ich es jetzt ausgewählt habe. Bestätigen. Das war ihm auch zu schwierig, Leute. Okay, Freunde, jetzt nochmal eine ultra witzige Sache. Ich bin mal sehr gespannt, ob er meinen kleinen Bruder Finn auch findet, also der Akinator. Das fände ich geisteskrank, weil, ja, ich bin mal gespannt, ob den überhaupt schon welche gesucht haben. Lebt deine Figur wirklich? Ja, natürlich. So. Ja, sie wurde auch durch YouTube bekannt. Sie trägt keine Brille. Finn trägt keine Brille. Spielt deine Figur Minecraft? Nee, nur Brawl Stars. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja, kann man so sagen auch, ja. Spielt deine Figur gerne Fortnite? Nee, er hat noch nie Fortnite gespielt. Und nee, er hat auch noch nie GTA gespielt. Dafür ist er noch zu jung. Trägt deine Figur einen Bart? Nee, dafür ist er auch zu jung. Ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Eigentlich ja nicht. Eigentlich habe ich ja 1 Million. Also würde ich sagen mal nein. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nee. Spielt deine Figur viel FIFA? Nee. Ist deine Figur ein Kind? Oh ja. Kennst du deine Figur persönlich? Ich natürlich, aber ich glaube, das richtet sich jetzt an die Leute, die ihn so finden würden. Wahrscheinlich dann eben nein. Spielt deine Figur Roblox? Nee. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Ja, für mich schon, aber ich sag mal für die meisten jetzt ja nein. Spielt deine Figur Brawl Stars? Ja. Ist deine Figur so alt wie du? Nee. Hat der Name deiner Figur 3 Buchstaben? Nein. Auch nicht 5 Buchstaben? Top Next. Ist falsch, Leute. Wir machen mal weiter. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Ja. Jetzt hat er es, glaube ich. Geht deine Figur in die Grundschule? Finn geht gerade noch. Ja. Ich mach mal ja. LOL, wer ist das denn? Kenn ich nicht mal. Nee, ist falsch. Okay, Leute, wir kommen zur alles entscheidenden, ja, Frage. Wird der Akinator Mac finden? Also den neuen legendären Brawler Mac. Also, macht deine Figur Videos über Videospiele? Nee. Ist deine Figur weiblich? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Nee. Englisch, glaube ich, ne? Lebt deine Figur in Amerika? Ich weiß nicht, wo sie lebt. Nein, sie hat keine Geschwister auch. Und in einem Horrorspiel auf jeden Fall nicht. Kennt man deine Figur aus einem Film? Nein. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Ja. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Ja. Hat deine Figur mal lila Haare? Shelly ist wahrscheinlich gemeint, aber nein. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Nee. 4 Buchstaben sind es auch nicht, sondern 3. Oha, ja, es sind 3 Buchstaben. Ist deine Figur außergewöhnlich schnell? Nee. Eigentlich nicht. Max ist es nicht. Kann deine Figur heilen? Nein. Hat deine Figur etwas mit Insekten zu tun? Lol, die Biene wahrscheinlich, ne? Nee, nichts mit Insekten. Hat deine Figur Haare? Ja. Hat deine Figur ein Handy? Nee, sagen wir mal nein. Trägt deine Figur eine Waffe? Ja. Trägt deine Figur 2 Zöpfe? Ja. Ist deine Figur klein? Ja. Oh, Jesse. Aber hat nicht 3 Buchstaben der Name, ne? Nee. Machen wir mal fortfahren. Hat deine Figur schon Bogen geschossen? Nein. Trägt deine Figur einen Helm? Nein. Hat deine Figur schwarze Haare? Ja. Trägt deine Figur einen Baseballschläger? Lol, Bibi meint er wahrscheinlich. Aber nein, es ist nicht Bibi. Ja, stammt aus einem Spiel? Ja, ist dunkelhäutig. Trägt deine Figur eine Kopfbedeckung? Ja, trägt sie. Oh mein Gott, sie hat wirklich... Alter, was? Mac hat er echt herausgefunden. Geisteskrank. Noch kein Bild hinzugefügt, aber ja, ist richtig. Ja, Freunde, und damit auf jeden Fall unbedingt nochmal ein Like da lassen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, die Brawler und die YouTuber herauszufinden. Ich würde sagen, lasst ein Like da, wir sehen uns und ciao, ciao.